Wenn wir eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, berufen wir uns zum Beispiel in der Einleitung auf den Stand der Forschung, also auf Vorarbeiten von anderen WissenschaftlerInnen. Diese Vorarbeiten müssen wir zitieren, und zwar immer die Quelle, in der die Aussage das erste Mal gemacht wurde, die sogenannte Primärquelle. Für jede Aussage, die wir in unseren eigenen Texten verwenden wollen, müssen wir also die Primärquelle finden und diese angemessen zitieren. Der Zitierstil ist von Fachrichtung zu Fachrichtung unterschiedlich. Fragen Sie hier am besten bei Ihrer BetreuerInnen nach, welcher Stil bevorzugt wird. In einem wissenschaftlichen Text werden Zitate immer mit einer Primärquelle versehen. Beispielsweise wie hier in Klammern hinter dem Text mit dem Nachnamen der Autorin und dem Publikationsjahr. Manchmal finden Sie aber auch Fußnoten am Ende der Seite, vor allen Dingen in den Geisteswissenschaften, oder eckige Klammern hinter dem Text mit einer Zahl, die auf den Eintrag im Quellenverzeichnis verweist. In unserem Beispiel gibt es zwei Arten von Zitaten. Entweder wird der Text wortwörtlich übernommen und dann mit Anführungszeichen markiert, oder es ist einfach Fließtext mit der Klammer im Anschluss. Dabei handelt es sich um direkte Zitate, also wörtlich übernommene Textpassagen, oder indirekte Zitate, die nur sinngemäß in eigenen Worten formuliert werden. Wenn wir nun zum Beispiel selbst das direkte Zitat zitieren möchten, müssen wir zunächst prüfen, ob in der Quelle von Pierce und Fox aus 2012 diese Aussage exakt so getroffen wurde. Im ersten Schritt suchen wir im Quellenverzeichnis nach den bibliografischen Daten des Aufsatzes von Pierce und Fox. Nach diesen Quellenangaben suchen wir nun bei Google Scholar. Die Datenbank durchsucht Texte auf Verlags-Homepages, Homepages von Bildungseinrichtungen, also mit Uni-Minus, oder solchen, die auf .edu enden. Aber natürlich auch Seiten, die wissenschaftlichen Ansprüchen nicht unbedingt genügen. Wenn wir nach Texten suchen, bei denen wir die Quellenangaben schon genau kennen, ergibt eine schnelle Suche in Google Scholar durchaus Sinn. Eine komplette Literaturrecherche sollte man aber besser in einer Fachdatenbank durchführen. In den Suchschlitz geben wir nun die bibliografischen Daten ein, die wir haben. Wir können uns hier auf 3 bis 4 Informationen begrenzen. Das reicht in der Regel völlig aus. Als Ergebnisse bekommen wir Treffer, die diese Informationen enthalten. Wir müssen zunächst prüfen, ob es sich um die passende Quelle handelt, und das tut es in diesem Fall. Die Links, die auf der rechten Seite angegeben sind, führen uns zum Volltext bzw. zur PDF. Der gewünschte Text von Pierce und Fox wurde auch bei PubMed Central oder PMC veröffentlicht. Forschende, die durch Gelder des amerikanischen Drittmittelgebers NIH unterstützt werden, müssen ihre Forschungsergebnisse auch frei zugänglich veröffentlichen. PMC ist ein einfacher Weg für so eine Open Access-Veröffentlichung. In diesem Fall zusätzlich zur Verlagsveröffentlichung beim American Journal of Pharmaceutical Education. In der Primärquelle von Pierce und Fox aus 2012 steht bereits in der ersten Zeile die gewünschte Aussage. Nun können wir diesen Text selbst zitieren und sind uns sicher, dass die Aussage hier getroffen wurde.